Hallöchen, ihr Lieben. Ja, schön, dass ihr wieder hier seid und bei mir seid. Ich habe mir gedacht, wir schauen auf die Wochenendenergie und gucken mal, was so am Wochenende los sein könnte. Genau. Wie ihr wisst, es ist ein allgemeines Reading und kann natürlich nicht auf jeden zutreffen. Spürt euch hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Ich spreche mal aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Falls du da in einer anderen Constellation bist, drehst es dir um. Und das Reading ist zeitlos. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt die Woche soweit gut überstanden und ja, ich würde sagen, wir starten. Gucken wir mal, was hier die Karten so uns verraten. Wochenende, was sollt ihr wissen, was kommt am Wochenende? Ach, der 5 der Stäbe, die 2... der Münzen, okay. Wochenende. Die 5 der Münzen. Der Ritter der Kelche. Nee, das waren jetzt einfach wirklich komplett zu viele. Wochenende, was kommt? Ritter der Stäbe. Sieben der Stäbe, Page der Schwerter und die Sonne und die 9 der Kelche, Gott sei Dank. Also, tatsächlich, was mir hier reinkommt, seht ihr alles? Erstmal gucken. Ja, hier ist einfach echt zu wenig Platz, ihr Lieben, ne? Das ist einfach so. So, also das, was mir hier als allererstes reinkommt, ist, dass hier irgendwie eine Situation bei dir am Wochenende so ein bisschen herausfordernd sein könnte. Es könnte sein, dass du auch nicht so genau weißt, welche Entscheidung du treffen sollst. Ja, vielleicht kommt dann eine Einladung rein und irgendwie hast du keinen Bock. Ja, oder du triffst auch auf jemanden am Wochenende, wo du sagst, ich habe eigentlich überhaupt keine Muße zu dieser Person momentan. Ne? Ich sehe hier so ein bisschen diese Überforderung, grundsätzlich auch irgendwie so ein bisschen eine Einsamkeit liegen. Ja, vielleicht hast du dir hier auch eine Einladung gewünscht oder du hast jemanden eingeladen und oder wirst es tun und da sagt dir jemand ab oder du fühlst dich irgendwie vielleicht auch ein Stück weit abgelehnt. Ne? Es kann auch sein, dass du zum Beispiel hier mit einem Gegenüber zu tun hast und dieser Mensch kommt hier auf dich zu und du lehnst es ab oder es ist jemand. Also ich habe hier für einige auch wirklich eine jüngere Person, die hier wichtig wird, ja. Wir haben hier die Sternzeichen auf jeden Fall Löwe, Widder und Schütze und wir haben hier Krebs, Fische, Skorpion. Und ja, da kann es zur erneuten Kontaktaufnahme, wie gesagt, kommen von diesen Menschen. Gleichzeitig habe ich hier aber irgendwie das Gefühl, man möchte dich sehen, man möchte hier auch ein Treffen haben. Aber wie gesagt, es kann sein, dass du ablehnst oder dass du wirklich auch abgelehnt wirst, ja, zum Zeitpunkt des Wochenendes, ja. Hinterher sieht das hier ein bisschen anders aus. Wir sehen hier nämlich eine positive Veränderung mit der Sonne und den 9 der Kelchen. Das heißt, hier geht es in Richtung Wunscherfüllung. Hier geht es auch, wenn du jetzt in einer Situation bist, ja, wo du nicht genau weißt, was sollst du tun? Du wägst ab, hin und her, ja. Dann ist hier wirklich der Rat, die Dinge so ein bisschen zu beobachten, denn hier zeigt sich schon eine positive Veränderung, die du eventuell am Wochenende aber nicht sehen kannst so richtig, ja. Vielleicht nimmst du es ein Stück weit wahr, so in deiner Gefühlswelt, aber du kannst es nicht wirklich sehen. Ja, und das könnte dich ja auch so ein bisschen in so einen Mangel bringen, in so einen, ja, irgendwie, es funktioniert nicht so, ne, und doch, es funktioniert, nur vielleicht jetzt nicht direkt am Wochenende, es braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit. Das haben wir hier auch. Für die einen oder anderen kann es ja auch sein, dass dein Kind irgendwelche Probleme hat, dass dein Kind am Wochenende mit irgendetwas zu dir kommt, ja, und sagt, Mensch, ich habe da irgendwie finanzielle Herausforderungen oder, also ich habe hier ganz stark auf jeden Fall Münzen mit drin, wo es Probleme geben könnte, ja, und wo du vielleicht aber auch sagen musst, ich kann dir einfach gerade nicht helfen, ja, auch so eine Situation haben wir hier. Generell ist es hier, ja, auch so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, hier gab es gerade in der Liebe, gab es hier auch Herausforderungen, on-off-Gedöns, ja, immer wiederkehrender Mangel, auch, dass es sich auf die Gesundheit ausgeschlagen hat, man fühlte sich hier einfach nicht gut, man fühlte sich abgelehnt.
Ja, man fühlte sich ja auch irgendwie so ein bisschen ausgenutzt, ja, vielleicht auch auf der leidenschaftlichen Ebene, dass man immer so der, ja, die, also man sagt ja immer so, ne, das Spielzeug, was im Regal ist, das hat man halt rausgenommen, wenn man Bock drauf hatte, und dann hat man es wieder in die Ecke gestellt, ja. Und so könnte es sein, dass du da das Gefühl hast oder dass das so in der Vergangenheit war und dass du jetzt auch das Gefühl hast, okay, auf diesen Scheiß habe ich einfach auch gar keinen Bock mehr, ne? Und deswegen hier vielleicht auch in die Ablehnung gehst. Generell sehe ich hier aber jemanden, der wirklich an dir interessiert ist, der hier einen Neubeginn mit dir möchte und auch ein Treffen. Und das Ganze kommt hier ziemlich angerauscht, ja. Vielleicht ist es auch so, dass dieser Mensch auch immer noch so ein bisschen eine schwammige Energie mitbringt, ja. Also du, vielleicht schreibt er dich an mit irgendwie, hi, wie geht's, ja. Und du denkst dir so, ja, hi, wie geht's. Also, ne, da könnte ja auch ein bisschen mehr kommen. Da habe ich so das Gefühl, dass das braucht Zeit, ne. Also das braucht Zeit, bis dieser Mensch wirklich irgendwie aus dem Quark kommt, um mit dir in die richtige Kommunikation zu gehen, ne? Also ich glaube, ihr versteht einfach, was ich meine. Wir haben hier auf jeden Fall, auch wenn das Wochenende für einige ein bisschen herausfordernd ist, haben wir hier eine positive Veränderung liegen und auch eine Wunscherfüllung, die sich Anfang nächster Woche dann auch bei dir zeigt, ja. Das haben wir hier definitiv auch drinne. Es kann auch sein, dass hier so ein bisschen Eifersucht eine Rolle spielt am Wochenende. Also es könnte sein, dass zum Beispiel, das kann in Freundschaften sein, das kann in Liebesbeziehungen sein, in Partnerschaften und so weiter, ja. Ich habe hier so ein bisschen die Eifersucht drin, dass jemand sich nicht so ganz wertgeschätzt fühlt, auch am Wochenende. Missverständnisse haben wir hier auch hoch angepriesen, ja, also es könnte zu Missverständnissen kommen. Aber man wird sich wieder aussprechen, man wird sich hier wieder versöhnen, ja, also das haben wir hier eben auch liegen. Aber nicht unbedingt an dem Wochenende. Für die einen oder anderen kann es auch sein, dass du hier wirklich an irgendwas arbeitest, ja. Das fordert dich unheimlich heraus. Du möchtest es irgendwie perfekt hinbekommen und du bist auch richtig voller Tatenkraft dabei. Und trotzdem gibt es hier immer wieder irgendwas, was reinkommt, wo du sagst, ey, ich drehe gleich am Rad, ja. Also auch sowas, das habe ich hier so, wenn du irgendwas Handwerkliches machst, wenn du irgendwie am Computer irgendwas machst oder so, ja. Dass es da wirklich auch zu technischen Herausforderungen am Wochenende kommen kann. Das kommt mir hier auch ganz stark durch. Okay, wir schauen mal weiter. Jemand beobachtet dich aus der Ferne, auch am Wochenende. Das sehe ich hier auch. Man überlegt hier, wie man auch diesen Mangel wieder auflösen kann zwischen euch. Ja, wie gesagt, aber hier hat jemand auch, ja, schon auch das faustdick hinter den Ohren gehabt, ja, auch gerade in der Vergangenheit, wo ich das Gefühl habe, eine starke, dominante Person, jemand, der sehr unreif ist, jemand, der nicht wirklich Entscheidungen treffen wollte, ja. Vielleicht hat dieser Mensch auch wirklich entweder Selbstwertprobleme oder er hat wirklich auch viel zu wenig Geld, ja. Also, dass er finanzielle Probleme momentan bei ihm auch ganz arg da sind, ja. Das kriege ich hier auch noch rein. Eventuell fährt dein Gegenüber tatsächlich ein helles Auto oder du fährst ein helles Auto. Das habe ich hier drin. Grundsätzlich kommt mir die Farbe Orange rein. Also es könnte auch sein, dass jemand die Lieblingsfarbe Orange hat oder auch in der Wohnung viel Orange ist. Oder du hast gerade orangene Fingernägel oder du hast gerade einen orangenen Pullover an. Dann ist das hier auch für dich jedenfalls ein kleiner Impuls, ja? Für die ein oder anderen könnte hier auch unerwartet eine Nachricht reinkommen, bekomme ich gerade rein, wo du denkst, das kann es doch jetzt echt nicht sein, ja? Also das ist auch sowas, wo du sagst, oh, ich mache meinen Briefkasten vielleicht nicht auf oder irgendwie sowas, weil du, oder diesen Brief nicht auf, weil du genau weißt, was da drin sein könnte, ja, und du hast hier auch so ein bisschen Bammel. Ich sehe hier aber auch eine positive Veränderung, die hier für dich drin liegt. Es kann sein, dass du irgendwie einen Widerspruch schreiben musst. Es kann sein, dass du dich zur Wehr setzen musst, ja, aber das mit Erfolg dann. Also das haben wir hier auch mit drin. Wir haben hier die Salvation, das sind hier die Botschaften, das ist aber auch die Erlösung, die hier reinkommt, ja, in diese belastende Situation. Das heißt, ich sag ja, vielleicht ist das Wochenende wirklich so ein bisschen durchwachsen. Ja, ich sehe nicht nur schwierige Momente, ich sehe hier auch wirklich gute Momente, die du haben wirst. Ja, also auch nette Gespräche und auch definitiv Dinge, die funktionieren. Aber es gibt halt so die ein oder andere Momente, die hier eben irgendwie kurzzeitig reinkommen, wo du einfach
die Krise kriegst, ja, wo du sagst, ach Mann, ne, oder es kann auch einfach sein, dass du einen Moment hast am Wochenende, wo du sagst, ich fühle mich einfach einsam, ich fühle mich abgelehnt, ja, irgendwie keiner hat Zeit und dann siehst du irgendwie, okay, die Freundin trifft sich lieber mit dem, ja, und anstatt mit dir und auch da könnte so ein Ablehnungsthema reinkommen und diese ganze Situation wird aber abgelöst zum Ende des Wochenendes. Das heißt, hier kommt eine positive Veränderung definitiv rein, weil das sind hier wirklich zwei mega gute Karten. Hier transformiert sich etwas, ja. Und mit der Karte ist es eben bestätigt, dass hier die Erlösung für dich reinkommt. Wichtige Nachrichten, die hier auch eventuell auf dich zukommen am Wochenende, ja. Also du solltest deinen Briefkasten nicht ignorieren. Ganz, ganz wichtig. Weil es kann sein, dass du wirklich auch eine Frist einhalten musst, ne? Eine Frist einhalten musst, damit du hier, sage ich mal, nicht in Probleme kommst. Guck mal, hier haben wir die True Love, die Erkenntnis, die Wahrheit, der Neubeginn. Und das zeigt sich eben auch hier schon an, ne? Und es kann wirklich sein, dass hier jemand aus der Vergangenheit wiederkommt, wo es eben sehr herausfordernd war, wo ein Mangel geherrscht hat, wo Ablehnung geherrscht hat. Dieser Mensch beobachtet dich schon seit längerem und möchte dich hier sehen, möchte hier den Neubeginn, hat hier für sich eine Erkenntnis, ja, und wird dir das auch offenbaren. Das habe ich hier auch. Das heißt, wenn dieser Mensch auf dich zukommt, dann wird man dir hier wirklich ganz klar offenlegen, was man für dich empfindet und dass man mit dir hier neu starten möchte, ja, und das auf eine andere Art und Weise, wie man das in der Vergangenheit schon getan hat. Und es kann sein, dass er dich ja auch darum bittet, ihm diese Chance zu geben. Das liegt natürlich bei dir. Ansonsten gibt es hier eben auch ja, Erkenntnisse, Wahrheiten, die hier reinkommen in anderen Bereichen, in anderen Themen, wo du einfach herausgefordert warst, wo die Dinge nicht so gelaufen sind, ja, wo immer wieder ein Mangel war, vielleicht auch gesundheitliche Thematiken, die hier herausfordernd waren, wo du nicht wusstest, was sollst du tun, wie sollst du es tun, ja, auch da habe ich so eine positive Veränderung. Wichtig ist, dass du hier wirklich in der Ruhe bleibst, ja, also ruhig, Brauner. Und die Dinge wirklich auch beobachtest so ein bisschen. Na, auch wenn hier ein Gegenüber wieder kommt, beobachte das Verhalten. Ja, versuch dich wirklich ja, geerdet zu verhalten. Ja, das ist das, was ich hier habe. Und nimm vor allen Dingen auch deinen Verstand, nicht nur dein Herz, sondern Herz und Verstand mit. Ja, das ist auch wichtig. Hier haben wir die männliche Energie. Das heißt, hier wird jemand wirklich versuchen, dich zu erobern. Hier möchte jemand auch, das wird der Mensch auch ziemlich... Also der wird nicht so schnell locker lassen, ihr Lieben, ja. Also er hat hier auch eine gewisse Ausdauer, muss man sagen. Also, ja, er ist hier penetrant. Also, ja, weil man hier für sich, also er hat hier für sich die Erleuchtung, er hat hier für sich auch tatsächlich einfach die Wahrheit erkannt, ja, wer die wahre Liebe für ihn ist. Und ich habe hier eine ganz, ganz kleine Mini-Reisegruppe, wo du erfahren könntest, bitte jetzt nicht in Panik ausbrechen, ja, für die meisten wird das kann hier für ein oder für zwei Personen sein, wo du erfahren wirst, dass dein Herzensmensch vielleicht geheiratet hat. Ja, also ich habe tatsächlich auch diese Information, dieser Mensch sieht hier dann diese andere Person als seine wahre Liebe an. Ja, das kann ich nur so sagen. Und das Ganze könnte sich hier eben auch für dich erstmal schwierig anfühlen, hier liegt aber eine Wunscherfüllung, weil das ist nicht der richtige Mensch dann für dich, ja. Für einige ist es auch so, dass du hier dieses ganze alte Kladderadatsch hinter dir lässt und jetzt wirklich in einen kompletten Neubeginn startest mit einer neuen Person. Ja, ich habe hier jemanden, der ziemlich männlich wirkt, ich habe hier auch so eine gewisse Feuerenergie mit drin bei ihm, ja, also der scheint hier auch ziemlich abenteuerlustig zu sein. Jemand, mit dem man Pferde stehlen kann, einen guten Humor, gute Gespräche, ja, gleichzeitig aber auch sehr liebevoll sein kann, ja, also das haben wir hier eben auch drin. Eventuell hat er Jagdkenntnisse oder beschäftigt sich tatsächlich auch mit Waffen, ja, oder interessiert sich für Waffen, das kommt mir rein, vielleicht besitzt er auch sogar einige Waffen, das könnte auch möglich sein, ja, hat vielleicht auch so einen Waffenschein oder irgendwas, das habe ich hier auch mit drin für den einen oder anderen. So, ja, Phönix aus der Asche, ne? Hier geht es um den Aufstieg zwischen euch und hier haben wir noch die
Feuermähne, das ist hier die Aktion, das ist die Erotik, das ist dieses Experimentierfreudige und die Dominanz. Und wir haben ja jetzt auch Herbst, ja. Also auch das zeigt sich hier, dass hier wirklich der Aufstieg passiert zwischen dir und diesem Menschen. Oder auch generell in einer Situation, dass du jetzt damit rechnen kannst, dass hier was wirklich in die Erlösung geht. Ja, du hast ja auch viel gelernt durch diese Situation. Und hier kann es natürlich auch für dich um die Selbstliebe gegangen sein, ja, dass du da hingehend wachsen durftest, beziehungsweise auch er durfte lernen, wirklich das mit dir wertzuschätzen. Das habe ich hier auch. Und hier hat jemand wirklich etwas gelernt, ja. Ansonsten könnte es auch für den einen oder anderen wirklich sein, dass am Wochenende es dir so ein bisschen zu viel wird, alles, ja, vielleicht ist es auch genau so, dass halt irgendwie viele Leute irgendwie was wollen und du musst halt, irgendwen musst du halt ablehnen, ja, und das Ganze fordert dich einfach auch ein Stück weit heraus, auch sowas haben wir hier. Und ansonsten könntest du dich auch am Wochenende, sehe ich hier auch, ja, mit viel Neuem irgendwie beschäftigen, ja. Also ich habe hier irgendwas Neues, irgendwas, was du vielleicht ausprobieren willst, was du vielleicht auch erlernen möchtest, ja. Und das wird dir hier viel Spaß bringen, ja, auch wenn es nicht von Anhieb an klappt, aber es bringt dir dann viel Spaß in der Zukunft, ja. Also nicht quasi in der nahen Zukunft, ja. Wir reden jetzt hier nicht von 3 Monate, 3 Wochen oder so. Ich habe das schon, dass du das dann auch relativ zügig lernen kannst, ja. Wow, also es ist irgendwie, es ist wirklich durchwachsen, ne? Das muss man sagen, es ist so ein bisschen durchwachsen, aber das Schöne ist daran, dass das hier nicht lange hält, ja, sondern dass es hier wirklich darum geht, dass hier schon Anfang der Woche sich eine positive Veränderung und eine Wunscherfüllung anzeigt, die du vielleicht jetzt am Wochenende noch gar nicht unbedingt sehen kannst, ja. Für einige habe ich ja auch, dass du vielleicht optisch was an dir machst. Vielleicht hast du irgendwie einen Wellness-Termin, vielleicht hast du einen Kosmetiktermin, vielleicht hast du Friseur, ja. Und du fühlst dich wieder wie neu geboren, ja. Du fühlst dich einfach irgendwie gut. Und die letzte Zeit war es vielleicht eher nicht so, ne, dass du da sagst, ach, ich habe mich einfach in meinem Körper gar nicht so wohl gefühlt, ja. Auch ein Ziel erreichen bekomme ich hier rein, ja. Also du kannst am Wochenende auch ein oder Anfang der Woche, sagen wir mal lieber Anfang der Woche, kannst du ein Ziel erreichen, ja? Okay. Wir haben hier die Zahl 11, das ist auch Magier-Energie, ne? Es ist die Meisterschaft, es ist auch der Neubeginn, Sternzeichen Zwillinge. Und hier haben wir die Zahl 11. Vielleicht bist du eine Lebenszahl 11, vielleicht hast du an einem 11. Geburtstag, vielleicht spielt der Monat 11 eine große Rolle für dich. Es kann aber auch wirklich sein, dass hier häufig 11.11 Uhr, 11.01 Uhr, ne? Also dass du Doppel-1 immer sehr häufig siehst oder auch im Kennzeichen hast oder auch in der Telefonnummer oder tatsächlich in deiner Postleitzahl, Hausnummer, ja? So, eine nehmen wir noch. Hier mit die 12, die Fische, das ist diese Stagnation, das ist dieser gehängten Modus, ja. Und der geht zu Ende. Guck mal, hier haben wir die 8, das ist die Transformation, das ist im Lenny-Deck der Sarg. Und hier geht diese Stagnation zu Ende, hier kommt es wieder zum Fließen, ja. Und vielleicht hast du hier auch Freunde, die dir einfach in gewissen Situationen helfen. Auch die 88 oder Doppel-8 könnte für dich wichtig sein. Die Zahl 12 oder 21 könnte für dich wichtig sein. 81, 82, 28, ja, das sind die Zahlen, die ich hier habe. 18 haben wir auch noch, 81. Genau, vielleicht kannst du mit diesen Zahlen etwas anfangen. Hier ist auch so dieses Zentrierte, was ich auch schon gesagt habe, ne? Bleib in deiner Mitte, beobachte die Dinge, denn sie entwickeln sich zum Positiven, auch wenn es danach nicht aussieht. So, und wenn du da irgendwas reinkriegst, ne? Jetzt angenommen, er heiratet nicht, ja, und du merkst aber, okay, da ist irgendwie, da ist irgendwas, was dir nicht gefällt, dann beobachte das Ganze. Generell, wenn sich hier auch jemand meldet, beobachte diesen Menschen, schau, was sagt er, aber auch, was tut er. Taten sind immer lauter als Worte, ihr Lieben, ja, und sie sollten immer mit dem übereinstimmen, was dir eine Person einfach sagt. Also das ist ganz, ganz wichtig. So, schauen wir noch auf ein Krafttier fürs Wochenende.
Hier haben wir die Schwalbe, neuer Mut und Zuversicht. Ja, das ist das, was hier wirklich Richtung Sonntag wahrscheinlich wird das kommen. Ja, Sonntagabend, Anfang nächste Woche, da wirst du merken, wow, ja. Und tatsächlich kann es auch sein, dass du jetzt Schwalben beobachtest, dass du Schwalben hilfst, dass du viel über Schwalben vielleicht auch liest, hörst oder so, ja. Das haben wir eben auch hier mit drin. Und generell kann es sein, dass hier jemand in der Vergangenheit wirklich nicht ganz fair gespielt hat. Ja, man hat hier auch nicht offengelegt, was man für dich fühlt. Man hat hier immer wieder sich vor Gefühlen auch gedrückt, ja, und hat jetzt eben aber diese Erkenntnis, ja. So, und hier haben wir noch die Forelle. Lebendigkeit und Lebensfreude erwarten dich, ja. Also die Forelle ist ja auch irgendwie... Ja, ein Fisch, der relativ zappelig ist, ja. Also es könnte sein, dass auch so eine gewisse Unruhe dich catcht oder eben dein Gegenüber. Es kann sein, dass ihr euch auch spiegelt, ja, auch wenn ihr euch sehen solltet, dass es dann irgendwie so ein bisschen kribbelig wird, ja. Das haben wir hier auch, das Kribbeln. Und generell erwartet dich hier wirklich Lebendigkeit, neuer Mut, Hoffnung und auch die Lebensfreude. Und das ist mit diesen beiden Karten hier auch wirklich komplett bestätigt, ja. So, hier haben wir den Löwen. Fische haben wir noch. Steinbock. Ja, hier sind die Fische. Hier haben wir den Stier. Hier haben wir Wassermann. Und hier haben wir Schütze. Und im Unterdeck habe ich hier die Jungfrau. Also für diese Sternzeichen kann es hier wirklich ein wichtiges Orakel sein. Auch wenn dein Sternzeichen jetzt nicht genannt wurde, kann das hier dein Reading sein. Ja? Die Sternzeichen können passen, sie müssen nicht immer passen, ihr Lieben. Es kann auch sein, dass du eins dieser Sternzeichen häufig in deiner Chart hast oder im Aszendenten. Von daher lasst euch da nicht so verunsichern, ja? Wenn euer Sternzeichen nicht genannt wurde. So, mal gucken, ob ich das jetzt hier gebacken kriege. Diese Herzkarten, ne, ihr Lieben, die sind echt hier, die sind echt schwierig zu mischen. Engel für Entscheidung und Neuorientierung. Ich treffe selbst meine Entscheidung, damit nicht über mich entschieden wird. Genau, und das ist das, was du hier tust, ja, also hier entscheidet nicht mehr wirklich das Gegenüber zum Beispiel, sondern du entscheidest, ja, weil er hier die Erleuchtung für sich hat, weil er hier gerafft hat, wer die wahre Liebe ist und ob du diesen Menschen jetzt eine Chance geben möchtest, das liegt wirklich ganz allein bei dir und das Ding ist auch irgendwie so, dass hier generell irgendwie ein neuer Lebensweg für dich auch vorbereitet wird. Das Ganze kann sich jetzt erstmal irgendwie schwierig anzeigen, momentan auch herausfordernd, belastend, irgendwie fehlt was, ja, auch finanziell könnte das hier eine große Rolle spielen, aber hier wird schon etwas Neues vorbereitet und hier stehen 9 Kelche dann für dich zur Verfügung, ne? Guck mal, und hier haben wir den Engel für Richtung und Ziel. Ich erkenne meine Ziele und erreiche sie auch. Und das ist hier so ein bisschen die Energie von deinem Gegenüber. Ja, weil ich das Gefühl habe, er möchte hier wirklich dieses Ziel auch erreichen. Ja, also dieser Mensch wird sich hier, für die allermeisten ist es so, dass sich hier jemand wirklich jetzt einen Arsch aufreißen möchte, um hier eine neue Richtung anzustreben mit dir. Ja. 38, 31 kriege ich auch noch rein, 83. Und im Unterdeck haben wir hier Engel für das schöpferische Wort. Ich lerne, meine Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Und auch das kommt mir zu deinem Gegenüber rein. Ja, also hier hat jemand verstanden, dass man wirklich ja, über Gefühle sprechen muss. Man hat verstanden, dass es nicht geht, wenn man dir nicht sagt, was man für dich empfindet, ja. Sondern dass man hier wirklich ja, die Dinge auf den Tisch legen muss, ja. Und das wird hier jemand tun. Ach ja, ansonsten bist du hier auf dem Weg zu deinem Ziel, auch wenn du das nicht siehst. Ich wiederhole das nochmal. Ja, für dich könnte sich das wirklich so anfühlen, wie du rennst im Kreis oder da passiert nichts, aber es passiert was. Geh mehr in die Beobachtung, ja. Also das finde ich echt eine gute Energie, muss ich sagen, weil grundsätzlich der Ausgang hier wirklich einfach nur mega geil ist. Und ich glaube, für viele ist es auch so, dass das hier gar nicht, ich weiß es nicht, dass es hier nichts Dramatisches gibt. Ja. Übrigens im Straßenverkehr könnte es zu Verzögerungen kommen oder zu Herausforderungen. Das heißt,
am Wochenende könnte viel los sein, ja, wenn du planst, irgendwo hinzufahren. Ich habe hier viel, ja, viel Verkehr, viele Idioten, die wirklich fahren wie die letzte Drecksau. Das habe ich hier auch mit drin, also da auch so ein bisschen Vorsicht. Ja, aber das ist gut, das ist ja häufig am Wochenende, ne? Meistens sind es die Sonntagsfahrer, die sind besonders gut. Die kennt, glaube ich, auch jeder. Und mit sowas könntest du dich am Wochenende auch rumärgern, ne? Das kann auch so eine banale Sache sein, dass das eben deine Herausforderung ist, ja. Also, genau. Oder wie gesagt, du kriegst hier Nachrichten, irgendwas läuft nicht mit finanziellen, ne? Du kriegst ja irgendwie einen Ablehnungsbescheid oder so. Geh in den Widerspruch. Ja, ich sehe hier, kann sich etwas zum Positiven verändern, aber es bedeutet auch so ein bisschen, das Universum will hier auch so ein bisschen deinen Kampfgeist wecken. Ja, also das habe ich hier auch ganz stark im Gefühl, ihr Lieben. Ja, in diesem Sinne belasse ich es auch dabei. Nee, wir machen noch ein paar Charms. Wir gucken noch nach Buchstaben. Ich habe noch keine Buchstaben genannt, ne? So. Und wir haben hier das Q, wir haben das I, wir haben das T, Quid. Ah, hier war jemand ruhig, also quiet, ne? Jemand war ruhig, jemand war leise und jetzt ist man quit quasi. Das kriege ich wirklich rein, diese Stagnation geht raus. Ja, und ich weiß auch nicht, ob du dich auf das Ganze wieder einlassen möchtest. Für einige habe ich ja, für einige habe ich hier aber auch, ist ein No-Go. Du wirst hier aber trotzdem irgendwie völlig in deiner Zufriedenheit sein, ja. Das habe ich hier schon. Wir haben hier den Rettungsring, also hier ist keine großartige Gefahr am Wochenende oder irgendwas, was dir jetzt komplett den Boden wegreißt. Das kann ich dir auch schon mal sagen. Diese Herausforderung oder das kann hier auch einfach nur ein Gefühl sein, ja. Es kann ein Gefühl sein. Aber dieses Gefühl muss nicht unbedingt realistisch sein, sondern du darfst es hier beobachten, ja? So, Doppel-A. Doppel-A könnte auch wichtig sein. Vielleicht hast du auch Doppel-A im Namen. Dann haben wir das P und hier ist nochmal das Y. Vielleicht findet hier auch eine Party für einige statt, ja? Und irgendwas ist da, wo du sagst, boah, irgendwie bin ich hier, ich bin zwar eingeladen, aber ich fühle mich irgendwie gar nicht so richtig willkommen, angenommen oder wie auch immer, ja. Das haben wir hier auch. Es kann auch einfach nur ein normales Treffen sein. Für einige habe ich aber hier auch irgendwie so ein bisschen die Party, ne. Wenn ich ruhig bin, dann channel ich, ihr Lieben. Nee, das war's. Peter kommt mir noch rein. Vielleicht isst jemand wirklich gerne Peter. Peterbrot, ja. Das kann ja auch möglich sein. Oder ihr wart öfter irgendwie irgendwo essen, wo es Peter gab. Ja, das ist ja auch noch ein Impuls. Wir haben hier noch das Fahrrad. Es kann auch wirklich sein, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, pass wirklich ein bisschen auf. Wir haben hier so wirklich Idioten als Autofahrer auch, ja. Obwohl ich als Autofahrer echt häufig auch die Krise mit Radfahrern kriege, muss ich euch echt kurz sagen, weil ganz ehrlich, sie sind, also ich meine, ich würde mich jetzt mit, als Autofahrer lege ich mich nicht mit dem LKW an, als Fahrradfahrer lege ich mich nicht mit einem Auto an, weil da zieht man automatisch den Kürzeren und die Knochen sind im Arsch, ja. Also von daher, manchmal kann ich das nicht so ganz verstehen, wie sich manche Radfahrer gerade hier bei mir in Hannover verhalten. Aber wenn du jetzt, sage ich mal, mit dem Fahrrad unterwegs bist, sei da ein bisschen vorsichtig. Ja, das habe ich hier auch mit drin. Du könntest irgendwie auch übersehen werden oder irgendwas. Ne? Nicht, dass du da über eine rote Ampel ballerst, ja, und dann da irgendwie Schwierigkeiten bekommst. Eine Blitzergefahr haben wir hier auch noch mit drin. Auch das kriege ich jetzt noch durchgegeben. Also da auch vorsichtig für das Wochenende. Und es kann natürlich auch sein, dass hier jemand wirklich mit ja, Radrennen irgendwas macht oder auch generell sehr viel Fahrrad fährt. Ja, das ist hier eben auch ein Impuls, der für dich wichtig sein könnte. Das nächste kann eben aber einfach auch sein, dass jetzt wirklich etwas in Fahrt kommt. Ja, etwas, was lange still gestanden hat, wo sich einfach gar nichts entwickelt hat, wo du jetzt auch wirklich schon kurz vorm Aufgeben warst. Ja, und das kommt jetzt in Fahrt und hier ist der Rettungsring sozusagen, ja, den das Universum hier
zuschmeißt. Okay, ja, das war's jetzt aber, ihr Lieben. Habt ein zauberhaftes Wochenende und passt alle auf euch auf. Bleibt gesund und ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.